Das Ave Verum von Mozart. Ein Vierteljahrhundert hat es dieser kleine alte Musiklehrer in der Stadt Annaberg im Erzgebirge in die Herzen seiner Schüler getragen. Mit diesem Gesang zogen die Abiturienten seiner Schule bis zum Sommer 1968 in das Leben hinaus. Dann musste der Christ Hans Hinkel die Schule verlassen, weil er seine eigenen Kinder nicht zur Jugendweihe anmeldete. Ein Vierteljahrhundert ist seitdem vergangen und sein FDJ-Chor war fast vergessen. Im Stillen aber hat Hans Hinkel in all den Jahren gehofft, noch einmal das Ave Verum mit jenem Chor singen zu können, den man ihm einst nahm. Gründe, hoffnungslos zu sein, die hat ihm das Leben reichlich geboten. Aufwuchs er mit dem Gesang der Mutter, welche als einfache Frau die Musik über alle Maßen liebte. Musik wollte der Sohn studieren, aber die deutschen Führer schickten ihn in ihren letzten großen Krieg. Hans Hinkel durchlebte ihn als Musikwart, bis ihm in der Schlacht um Berlin Kugeln beide Hände zerschmetterten. Mit letzter Kraft und unfähig, den Löffel mit eigener Hand zum Mund zu führen, kehrte er heim. Durch die behutsame Pflege der Mutter hat er überlebt und wieder Hoffnung gefunden. Musik konnte er nun nicht mehr studieren. Als Lehrer meldete er sich in die neue Zeit. Ein großer Schulchor unter der Fahne der FDJ wurde sein ganzer Lebensinhalt. Mit ihm wollte er als Christ helfen, eine gerechtere Welt herbeizusingen und war voller Hoffnung. Aber es ist nicht schizophren, aber das liegt bei mir so. Ich bin mit Leib und Seele Lehrer und brauche die Jugend und die Kinder. Und das ging 45 bis 50 so. Dass auch einer, der nicht mit dem Atheismus was zu tun hatte, dass der da nicht aneckte. Ich war sogar ab 45 in der Partei, war der Schulleiter. Da war ich ja eine kurze Zeit eben. Beten wurde, in der Partei zu sein, wurde, als die erste Überprüfung kam, da hatten wir einen Theologen dann hier an der Schule in Annaberg, der sagt, es geht doch nicht, so einer, der nicht in die Kirche, der diese Ideologie, der kann doch nicht, hat den Antrag gestellt auf, nicht auf Schluss, aber dass ich eben auf die weiche Tour rauskam. Und den Antrag, den der gestellt hat, dieser Antrag wurde erst nach 1900, es hat ein paar Jahre gedauert. Sein langer Fall in Ungnade begann mit großen Konzerterfolgen und begeistertem Beifall für das Ave Verum. Das war 1951 bei den Weltfestspielen in Berlin so und setzte sich fort beim Ausscheid der Volkskunstkollektive. Walter Ulbricht persönlich stiftete dem von Hans Hinkel dirigierten FDJ-Chor einen Ehrenpreis und öffnete dem Dirigenten einen Weg zu ungewöhnlichen Privilegien. Wenn einer Sieger wird, kriegt er einen Preis. Und der Preis, es gab noch keinen Nationalpreis kam nicht in Frage für Volkskünstler. Den Staatspreis gab es noch nicht. Es war, der Einzelvertrag wurde mir sofort überreicht von dem. Der war so nett, der Bezirksvorsitzende, war es auch nicht lange. Zimmering, ja, hat mit dem Dichter hatte der zu tun. Und ich bekam das auch, aber Annaberg musste das ratifizieren, die mussten das also machen, da gibt es ja auch anderes Gehalt dann, die mussten das nur in den Weg leiten, die machten das nicht, weil er hat immer wieder versucht, nach mich zu kaufen. Man sagt, jeder ist irgendwie zu kaufen, nur die Preise sind verschieden hoch. Nicht? Ich meine, jetzt hat man es versucht mit dem Einzelvertrag. Man wollte mich wirklich auf die Seite bringen. Ein Atheist kann nicht verstehen, wie einer sich alles verbaut und seinen Kindern verbaut und nur so
weil er hier so stur bleibt mit einer Sache, die überhaupt nicht bewiesen ist nach seiner Meinung, die, weißt du, die Unsinn ist, nicht? Utopie oder falsche Vorstellung. Das konnten die alle nicht verstehen. Konnten aber auch nicht mich den anderen vorziehen. Kein Direktor und kein Schulrat hatte den Einzelvertrag und die standen wirklich, die gingen auf die Barrikaden für die Partei. Ich nun, der nun in der Kirche ging, sollte einen Einzelvertrag kriegen. Das ging auch nicht, oder den Staatspreis dann. Oder Professor werden, wie der Kollege. So war Hans Hinkel an seiner Schule bald ein schwieriger Fall. Denn die von oben holten ihn regelmäßig mit seinem Chor zu großen Staatsempfängen und die kleinen Funktionäre seiner Kreisstadt begannen, gegen die vielen Heimatlieder mit ihrer ganz eigenen Frömmigkeit vorzugehen. So passte Hans Hinkels christliches Selbstverständnis als Lehrer immer weniger in die politische Landschaft seiner Zeit. Mit wachsendem Erfolg des Chores erhöhten die kleinen Funktionäre in Annaberg ihre ideologische Wachsamkeit und begannen einen Kleinkrieg gegen einzelne Liedzeilen. Ich kann mich erinnern, als wir unseren Auftritt in Bad Oeynhausen hatten, da sollte ich das Lied singen, wenn der Vogelbär blüht. Und da kommt eben eine Zeile drin vor, eine Strophe, da heißt es: Herrgott, dir danke ich Rachtschi, weil ich dort drum der Hambi. Und das sagt Hans Hinkel, damit wir uns irgendwelchen Ärger ersparen, singst du lieber diese Zeile nicht. Und ich habe das auch nicht ganz verstanden. Ich sagte, warum eigentlich nicht? Das hat Anton Günther so geschrieben und das gehört so ins Lied mit hinein. Er sagte, ich krieg da Bürger Ärger damit, mach das lieber nicht. Sehen Sie, in unserer jugendlichen Unbekümmernis, da habe ich das nicht verstanden. Zu verstehen war es ja auch nicht, was sich da über Hans Hinkel zusammenbraute und zu rechtfertigen wohl bis heute nicht. Aber als dann die Jugendweihe abgelehnt wurde beim ersten Kind, was eigentlich für alle schon feststand, wurde das für alle nun ganz offen, dass ich mich nicht unterwerfe dieser Ideologie, dass ich da also widerstehe, dass ich auch noch die Kraft habe, dem zu widerstehen. Und da war natürlich für alle anderen Lehrer im Kreis, die alle Jugendweihe Lehrer waren, hatten ja alle ihre Kinder Jugend weiter oder machten da sehr aktiv mit, konnte ich nicht mehr Lehrer sein, das habe ich schon eingesehen. Und wenn ich hätte unbedingt noch weiter Lehrer sein wollen und Chorleiter sein wollen in meiner Schule, hätte ich brauchen, bloß diesen kleinen Zettel zu unterschreiben. Das war die Anmeldung für die Jugendweihe. War ein ganz kleines Zettelchen mit ganz kleinen Buchstaben, muss man sagen, dass man kaum lesen konnte. Und ich wusste, wenn ich das nicht unterschreibe, muss ich aus dem Lehrerdienst ausscheiden. Er spricht bis zum heutigen Tag in einer Form davon, die mehr verschweigt als klagend offenbart. Hans Hinkel musste nach unzähligen Aussprachen und atheistischen Bekehrungsversuchen seine Schule von einem Tag auf den anderen verlassen. Aus dienstlichen Gründen, wie es offiziell hieß. Sein Körper reagierte auf diesen Sturz in die Strudel der Zeit mit schwerer Krankheit. Über ein Jahr laborierte er in einer Gelbsucht, dann befiel ihn monatelanges Herzrasen, bis sogar die Kraft in den Beinen versagte. Zur Erholung verließ er die Stadt und zog sich in ein kleines Haus im Wald zurück. Oft an einem Bach sitzend versuchte er für sich selbst zu bestimmen, welche Werte er in seinem Leben von nun an noch gelten ließ. In einer Hängematte unter hohen Fichten lag er seine Krankheit aus und begann sich langsam wieder aufzurichten. Seine Familie lebte in dieser Zeit von 5 Mark Krankengeld pro Tag und der Hilfe von Freunden. Das große Glück jener Jahre fand Hans Hinkel in der immer größer werdenden Familie.
Hier ist nun der Ort der Musik und die Bühne für das heranwachsende Familienorchester. Diese Nische wurde überlebensnotwendig und mit der Zeit auch eigentlicher Lebensgrund. Auf das 26. Enkelkind wartet die Hinkel-Familie in diesen Tagen. Vom Schulalltag ausgeschieden verdiente Hans Hinkel seit den 70er Jahren den Lebensunterhalt mit der Pflege behinderter Kinder. Der Zugang zu seiner Schule blieb ihm verwehrt. Ein ehemaliger Kollege ist dort heute Direktor und versucht, Worte für das Unerklärliche zu finden. Man hat ihm vielleicht einen großen Teil seines Lebensinhalts genommen. Wer damals diese ganze Sache bewirkt hat, ist heute schwer zu sagen, weil das immer unter dem Namen oder im Namen der Partei erfolgt ist. Und ob hier die Parteilichkeit in Gefahr war oder ob auch ein gewisser Neid im Spiel war, das ist heute schwer zu sagen. Ich vermute eher, dass es damals in die Konzeption der Parteilinie nicht hineingepasst hat und auch, dass er dann weggehen musste, deshalb, weil es einem EOS-Lehrer der damaligen Zeit nicht würdig war. Ich glaube, das war für ihn ein sehr gravierender Einschnitt. Wenn jemand im höheren Lebensalter pensioniert wird, ist das schon etwas ganz Schreckliches, wenn er plötzlich eine Arbeit, die er mit Liebe und mit Begeisterung ausführt, nicht mehr ausüben darf. Wenn aber jemand, der sich noch im besten Alter befindet, aus dieser Stelle heraus gedrängt wird, dann muss es für ihn wirklich sehr schwer gewesen sein. Ich glaube, er hat sich zu diesem Zeitpunkt auch gefragt, wozu bin ich überhaupt noch Nutze oder womit habe ich das verdient, denn ich habe ja versucht, die ganze Zeit mein Bestes zu geben. Ich habe junge Menschen geformt, ich habe denen Kulturgut vermittelt, ich habe mit diesem Kulturgut auch anderen Leuten Freude bringen können. Ich glaube schon, dass es für ihn sehr schwer war. Das würde ich mal übersetzen, dass du manchmal bedrückt nach Hause kamst, weil ein Kollege auf die andere Straßenseite gegangen ist, der dich gesehen hat, damit er dich nicht grüßen muss. Nein, damit niemand sagen kann, er hat, das ist, der war bloß ängstlich, Christine. Wenn wir alleine gewesen wären, wäre das ja freudig mit dir gewesen. Aber es hätte jemand sehen können, dass er mit mir ein Wort gewechselt hat bei der Begegnung auf der Straße, die gegenüber. Das, ja gut, ich habe kein Gedächtnis für was unmöglich ist. Wie für das Schulgebäude eine Art Hausverbot galt, so galt für die zahlreichen Rundfunkaufnahmen eine Sendesperre. Ein kleiner Funktionär erteilte sogar die Anweisung, diese Aufnahmen zu löschen. Denn an den Chor sollte sich künftig niemand mehr erinnern können. Auf Dachböden und in Schrankecken haben die Aufnahmen die Zeit zufällig überdauert und existieren nicht nur in der Erinnerung des Dirigenten und seiner Choristen. So lebt auch noch ein Stück DDR-Geschichte fort und wird aufgehoben. Wenn morgen der Ausgleich klingt, sieht man sich nur Kraut, was im Drohling und der Not drauf und spielen auf. Wenn morgen der Ausgleich klingt, sieht man sich nur Kraut, was im Drohling und der Not. Nach den Wirren der Wende begannen sich die Choristen in allen Teilen Deutschlands gegenseitig zu suchen und bei ihrem Lehrer von einst zu melden. Ein Adressentauschen begann. Aus den Briefen an den alten Lehrer sprach die Sehnsucht, wieder mit ihm öffentlich singen zu dürfen. Hans Hinkel, heute im 8. Lebensjahrzehnt stehend, hat diesen Wunsch zunächst für seiner Kraft nicht angemessen gehalten. Wie sollten Choristen, die zum Teil 40 Jahre nicht miteinander gesungen hatten oder durch Generationen voneinander getrennt sind, noch einmal die Proben für einen öffentlichen Auftritt bewältigen? 20 Jahre hatte der Chor gelebt. Manche seiner einstigen Mitglieder sind schon Großeltern,
während andere noch mitten im Arbeitsleben stehen. Aber sie kamen und wurden von Probe zu Probe mehr und füllten die Aula ihrer alten Schule mit ihrer Anwesenheit und der gemeinsamen Erinnerung. Geh bitte mal. Ich glaube, es läuft noch. Es ist ja so, ihr kommt, das war im Sommer schon so, Frühjahr, ihr kommt mit so einer Freude, wie man es eigentlich nicht erwartet hätte, doch, man hätte es eigentlich erwarten müssen, weil ihr zu eurer Jugend kommt. Ihr kommt zu eurer Jugend. Und da kommt ihr aber auch zu euch selbst, weil nichts in uns so stark ist. Unser Gedächtnis ist unser Leben. Alles, was wir erlebt haben, ist gleichzeitig gleichräumlich hier drin. Da brauche ich nicht zu scheiden, das habe ich alles gleichzeitig gleichräumlich beieinander. Und ihr kommt auch da zu euch, weil die Jugend, für jeden war das ein anderes Erlebnis, ganz stark in euch ist. Es geht. Sei mal wieder mal so weit, es war die stillste End. Es gibt der liebe Weihnachtszeit, nur Stille im Advent. Mein Rassus ist die Eile stimmt, uns gibt noch viel zu tun. Sprichst dich, gehst zum Ei, nicht? Oder zum Saal? Super. Nach dem Singen bleibt man noch ein wenig beieinander und kramt in der Vergangenheit. In der Weihnachtszeit geschieht dies bei Stollen, Kaffee und den wiedergefundenen Rundfunkaufnahmen. So gehören diese deutsch-deutschen Begegnungen zu jenen wenigen, in denen Anknüpfung an früher gelebtes Leben stattfindet, statt gegenseitiger Zuweisung von Schuld. Der gemeinsame Ton und der behutsame Umgang miteinander, er wurde vom Dirigenten wieder unter die Choristen getragen. In Runden wie dieser ist auch das Bedürfnis geboren, sich als Chor öffentlich zurückzumelden und so Hans Hinkel Rehabilitierung zuteilwerden zu lassen. Nach 40 Jahren, als der Brief von Hinkel in Amerika, New York, wo ich zurzeit lebe, eintraf, habe ich mich sofort entschlossen, wieder herzufahren, weil es mir so schien, als wenn ich diesen Juwel der Vergangenheit, den ich total vergessen hatte im Grunde, wieder polieren könnte und die Erinnerungen, die tief unten im Unterbewusstsein lagen, wieder auffrischen kann. Und so bin ich hier nach Annaberg gekommen, ein bisschen eine Heimkehr in ein fremdes Land. Auf der anderen Seite war ich überrascht, mit wie viel Wärme ich von diesen ehemaligen Klassenkameraden und Chorkameraden, die ich überhaupt nicht wiedererkannt habe meistens, deren Namen ich vergessen hatte, deren Schicksale ich nicht erlebt hatte, wie warm ich von diesen Menschen empfangen worden bin. Hinkel selber hat sich überhaupt nicht verändert. Er ist immer noch dieser kleine Mann mit der starken Ausdruckskraft und der Begabung unter jungen Menschen und Rüpeln, aber auch unter uns alten Kerlen, die wir wiedergekommen sind, eine Begeisterung hervorzurufen, die einmalig ist. Und das Singen, ob religiöser Lieder oder eines tschechischen Volksliedes oder eines russischen Volksliedes oder erzgebirgischer Lieder in der Mundart, war für uns ein Riesenerlebnis und mehrere meiner Freunde, die wieder zurückgekommen sind, haben geweint und das ist vielleicht ein bisschen sentimental, aber es hat uns wieder diesem Teil Deutschland und dieser Vergangenheit näher gebracht, dass ein Versöhnungsprozess eintritt, der außerordentlich wichtig ist. Applaus
Bei diesem Konzert gab es für diese Geste zur Versöhnung ebenso stürmischen Beifall wie vor 40 Jahren für den brillanten Gesang. Als Antwort erhob sich die Stadt zu Ehren ihres kleinen, alten und beinahe vergessenen Musiklehrers von den Plätzen. Für die Schüler von einst war darum ein kleines Video von diesem Konzert schon ein Stück ganz neuer Geschichte. Denn es waren auch Schüler gekommen, die zur Verbannung von Hans Hinkel aus der Schule einst geschwiegen oder sie öffentlich für richtig geheißen hatten. Der Lehrer von einst und heute hat sie wieder aufgenommen. Und sie haben ihn wieder in ihre Mitte genommen, wie einst, als er ihnen eine Mitte gab. Mir scheint, ihn zeichnet aus, aber prägt ihn auch von Anfang an, Versöhntheit mit sich selbst und Versöhntheit mit seiner Umwelt, über alle Brüche und Probleme hinweg, die ihm von außen her bereitet worden sind. Er hat sich nicht nur nicht völlig unterkriegen lassen von Schwierigkeiten und von Menschen, die ihm übel wollten oder übel taten, sondern er war bereit, sie wieder anzunehmen oder vielleicht sogar auch immer gelten zu lassen als Andersartige. Und insofern hat er dann auch, glaube ich, relativ rasch und leicht Brücken schlagen können, als er auch anders hätte handeln können. Ja, ich weiß nicht, ob ich es begründen kann. Da muss ich doch mal ans Letzte gehen. Ich weiß ganz genau, dass der Herrgott mir auch vieles nachsehen muss. Vieles. Auch Verbotenes. Und das Wort richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, das liegt mir auch sehr im Knochen. Dass ich ja vergebe, wenn wirklich was vorgelegen hat, was Konkretes, und auch vergesse und so. Ich erwarte, ich wünsche das auch, dass der Herrgott das mit meinem Vergehen so macht. Eines bleibt noch nachzutragen. Seit Jahren lebte in dem Katholiken Hans Hinkel der Traum, einmal mit seinem Chor das Ave Verum von Mozart in jenem Raum zu singen, für den er es sich immer vorgestellt hatte, der evangelischen Annenkirche seiner Stadt. Zu seiner Lehrerzeit konnte das Hans Hinkel mit seinem FDJ-Chor nicht wagen. Allein der Wunsch wäre bereits als Provokation verstanden worden. Da der Tag jenes Konzertes im heißen Juli 92 auf ein Wochenende fiel, versammelten sich alle Choristen, die bleiben konnten, am kommenden Tag zum Gesang während des Gottesdienstes und gaben sich selbst und Hans Hinkel mit dieser jahrzehnte schon ausstehenden Premiere eine ganz neue Hoffnung.